Ihr habt gemerkt, meine Gitarre ist weg, aber eine andere kommt. Eine Erinnerung an eine Zeit, die ich nicht missen möchte, in der ich nur solche Gitarren trug. Das war so zwischen 1967, naja, eigentlich bis heute. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wisst, was aus solcher Gitarre für Klänge kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Klänge aus manchen Kinderzimmern kommen. Und die Eltern immer sagen, kannst du es bitte leiser machen? Früher kamen solche Klänge bei uns aus dem Elternzimmer und die Kinder haben nicht gesagt, kannst du es bitte leiser machen? Sondern komischerweise konnten sie dabei schlafen. Also wenn jetzt diese Gitarre erklingt, dann geht es ein bisschen mehr in die Abteilung Rockmusik für Kinder und für Eltern. Und es kommen Gäste auf die Bühne, Kinder aus Essel bei Bochum, auch die kannten Lübeck noch nicht, jedenfalls nicht gut genug. 3 Tage sind sie jetzt hier und ich glaube, wir können sie so begrüßen, wie man es in Rockkonzerten tut. Da klatschen Leute nämlich nicht vor ihrem Bauch, sondern hoch über dem Kopf. Seid ihr bereit? Ihr Kinder vom Musiktrack in Essel? Fest in eure Grill. Kinder, macht euch stark bereit. Scheint das Ziel auch noch so weit. Denn das Schiff, auf dem wir stehen, darf nicht untergehen. Lasst euch euren Mut von keinem nehmen. Klüger wird nur der, der Fragen stellt. Euch und eure Kraft wird niemand zähmen, denn ihr wisst, es geht um eure Welt. Kinder, macht euch stark bereit für die Reise durch die Zeit. Sternenschiff fest in eurem Grill. Kinder, macht euch stark bereit. Scheint das Ziel auch noch so weit. Denn das Schiff, auf dem wir stehen, darf nicht untergehen. Seid uns herzlich willkommen hier im hohen Norden. Ab und zu lade ich Kinder ein, die etwas weiter weg wohnen von uns. Ich finde es nämlich schön, wenn Kinder ihr Land kennenlernen und wenn das Land Kinder kennenlernt, die vielleicht ein bisschen anders reden, aber so richtig so wie im Ruhrpott redet ihr nicht, ne? Ist Essel im Ruhrpott? Ne, darum nicht. Also manchmal werdet ihr euch wundern, die sagen zum Beispiel nicht Mädchen, sondern Mädchen. In Bayern singen wir sogar Madeln. Kennt ihr das Lied Starke Kinder? Habt ihr das schon mal auf Bayerisch gehört? Starke Madeln haben nicht nur schöne Augen, starke Burm, sagen wir auch immer, starke Burm. Also jetzt geht's natürlich ungefähr so zu, wie ihr es kennt, nämlich Hochdeutsch. Ihr könnt richtig Norddeutsch mitsingen, starke Mädchen, starke Jungs. Und ihr singt ein bisschen Esselisch, ja? So wie man bei euch redet und singt. Also die starken Mädchen können jederzeit mitsingen. Sie können auch gerne starke Jungs singen, wenn sie das besser finden. Überlasse ich euch. Man kann dazu übrigens ganz gut mit den Fingern schnipsen, also so. Probiert's mal aus. Wozu sie taugen, starke Mädchen, kennen ihre Chancen gut. Starke Jungs, die können nicht nur Muskeln zeigen. Starke Jungs, die zeigen Köpfchen und Gefühl. Starke Jungs, wollen ihre Meinung nicht verschweigen. Starke Jungs, die
lächelnd an ihr ziehen. Starke Kinder, alten Welt sind fest zusammen. Pech und Schwefel, die sind gar nichts gegen sie. Über der Brücke lassen sie sich nicht verbiegen. Starke Kinder, die zwingt keiner in die Knie. Starke Kinder haben Kraft, um sich zu wehren. Und sie sehen ihr frei und ehrlich ins Gesicht. Starke Kinder nicht. Starke Mädchen stehen fest auf ihren Beinen. Starke Mädchen wollen alles ausprobieren. Starke Mädchen sagen ehrlich, was sie meinen. Starke Mädchen können siegen und verlieren. Starke Jungs, die wollen alles selbst erleben. Starke Jungs, die können auch mal Zweiter sein. Starke Jungs sind stark genug, um nachzugeben. Starke Jungs, die fallen auf Sprüche nicht herein. Starke Kinder halten Welten fest zusammen. Pech und Schwefel, die sind gar nichts gegen sie. Ihren Rücken lassen sie sich nicht verbiegen. Starke Kinder, die zwingt keiner in die Knie. Starke Kinder haben Kraft, um sich zu wehren. Sie sehen ihr frei und ehrlich ins Gesicht. Starke Kinder wollen nur die Wahrheit hören. Und so leicht betrügt man starke Kinder nicht. Und so leicht betrügt man starke Kinder nicht. Was wusstest du eigentlich bis jetzt über Lübeck? Gar nichts. Nichts? Nein. Auch nicht diese Süßigkeit? War dir die bekannt? Nein. Nicht. Also dann verrate ich dir sehr, dass du nachher mal in die Altstadt gehst oder morgen früh und dir da ganz tüchtig was mitnimmst von eurem berühmten Lübecker. Hast du sicher schon mal gegessen, aber nicht gewusst, dass es aus Lübeck kommt, oder? Nee, das habe ich nicht gewusst. Weißt du denn eigentlich, wo die Musik herkommt, die zu deinem Lied Glücksminuten so gut passt? Aus welchem Land? Nein, das weiß ich auch nicht. Also Otto würde jetzt sagen, bei Rolf, da haben wir richtig was gelernt. Das sage ich nie sowas, nein. Also das ist ein Reggae und wir versuchen mal so zu fühlen wie die Kinder auf Jamaika, wenn sie mit ihren Eltern über Dinge reden, die man mit Eltern ab und zu besprechen muss. Es geht um die Glücksminuten. Ich komm müde aus der Schule, hab nen harten Morgen hinter mir. Okay.